Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Wie immer warten wir noch kurz ab, bis noch einige Leute hereinkommen, inshallah ta'ala, dass alle einen größtmöglichen Nutzen von diesem Unterricht ziehen. Möge Allah subhanahu wa uns nur diese Unterrichte zu seinem Wohlgefallen machen lassen und dass wir davon profitieren, was eine Güte in der Dunya und Akhira sein wird. Allahumma amin. Einen kurzen Moment und wir beginnen, inshallah ta'ala. So, liebe Geschwister, bevor wir beginnen, ist der Ton gut, inshallah ta'ala, bin ich deutlich zu hören. Bitte ein 1 tippen, wenn der Ton in Ordnung ist. So, Jahid. Okay. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد alles Lob gebührt Allah dem Herrn aller Welten und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. alamin. Bevor wir anfangen, nur ein paar Anmerkungen, liebe Geschwister. Erstens, wer Links verbreitet, so wird er blockiert. Keiner darf Links bei uns verbreiten, außer mit der Genehmigung. Zweitens, wer viel schreibt und Fragen beantwortet, wird ebenfalls blockiert. Und ich nenne Themen, die wir euch schon tausendmal genannt haben. Und dritte Sache, jeder wird blockiert, der unanständig, der respektlos ist, dieser wird ebenfalls blockiert. Daher haltet euch, Beednela ta'ala, an diese Regeln, sodass wir auch einen reibungslosen Ablauf haben können. Beednela ist alim Und ich bin wieder voller Güte und voller Sehnsucht, liebe Geschwister, nach einer weiteren Geschichte von dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi ein weiterer Teil, der unser Herz mit Khushur, mit Konzentration und mit Demut und mit Furcht zu Allah subhanahu wa ta'ala verbinden wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Geschichte des Propheten sallallahu alaihi wasallam bis zum Schluss studieren lassen, auf dass wir etwas Wertvolles für die Ummah hinterlassen. Allahumma amin. Und das letzte Mal, wie ihr mit Sicherheit wisst, und ich sage es nochmal, wir versuchen unsere Unterrichte so zu gestalten, dass wenn man auch nicht von Anfang an dabei war, dass man trotzdem den Anschluss findet. Wir versuchen es, so gut wie möglich, denn ich will, dass jeder ein ich will, dass jeder seinen Anteil daran hat, die Geschichte seines geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu erlernen. Und das letzte Mal sind wir stehen geblieben, als wir darüber gesprochen haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er von Umayman als Pflegemutter aufgezogen wurde, nachdem er von Umayman für ein paar Tage, für ein paar Tage versorgt wurde und bei ihr beherbergt wurde, so kam er zu seinem Onkel Abdul Muttalib, der nach zwei Jahren circa verstarb und kurz vor seinem Tod hat er Abu Talib damit beauftragt, dass dieser ihn aufnimmt, dass dieser ihn aufnimmt und das war der letzte Stand gewesen und wir haben darüber gesprochen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, durch seine Güte versucht hat Abu Talib, der sehr viele Kinder gehabt hat und nicht besonders reich war, dass er versucht hat, ihm im Haushalt mitzuhelfen und er hat Schafe gehirtet Rasulullah Sallallahu alaihi wa An dieser Stelle sind wir stehen geblieben. Heute machen wir weiter mit der Geschichte von Abu Talib. Wer war Abu Talib? Und vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass wenn wir Abu Talib, den Onkel des Propheten Muhammad, Sallallahu alayhi wa und er gehörte zu seiner Familie, dass wenn wir ihn erwähnen, dann sagen wir nicht zu Abu Talib, radiallahu anhu, Allahs Wohlgefallen auf ihn, während wir das zu Sahaba sagen, die nichts mit der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu tun hatten, die von sehr weit herkamen, wie Salman al-Farisi, radiyallahu anhu arda, Warum machen wir Dua für die einen und unterlassen das Bittgebet für die anderen? Abu Talib, war der Onkel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ihr werdet staunen. Und ich staune immer wieder. Und manchmal ist es so, als ob man denkt, das kann nicht wahr sein, dass diese Person ohne den Islam gestorben ist. Abu Talib hat den Islam verteidigt auf eine Art und Weise, wie wir uns das niemals vorstellen könnten, liebe Geschwister. Er verteidigte seinen Neffen Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis zu seinem letzten atemzug aber am ende starb er nicht als gläubiger möge allah nur unsere seelen nehmen wenn er mit uns zufrieden ist und, mit, und dass wir mit keiner anderen und dass wir mit keiner anderen religion sterben außer mit der religion des islam subhanallah abu Talib hat sich ärger in das haus hereingebracht indem er den propheten sallallahu alaihi wasallam verteidigte und viele Leute haben versucht, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einen größtmöglichen Schaden zuzufügen. Abu Talib ließ dieses nicht zu. Und es wurde ein Boykott gegen die Muslime gestartet, der über drei Jahre andauerte. Wir werden noch da, darüber zu sprechen kommen, bei Ibn al auch diesen machte Abu Talib mit. Abu Talib hat ständig versucht, hat ständig versucht, dem Propheten sallallahu zu helfen, wo er ihn auch immer helfen konnte und dadurch hat er sich einen schlechten Ruf unter den Qurayshiten, unter den angesehenen Männern, da hat er sich einen schlechten Ruf geerntet, so dass Abu Talib auch bangen musste, dass ihm etwas passieren wird und du wirst staunen O oh Diener Allahs, weißt du, dass Abu Talib mehr an Schmerzen hingenommen hat mehr an Leid hingenommen hat, mehr Schaden ertragen hat als manche Sahaba. SubhanAllah. Und als der Prophet sallallahu wasallam, bei dieser Person, der den Islam verteidigt hat, indem er seinen Neffen geschützt hat, der mit dieser Botschaft zu den Menschen gekommen ist, so kam der Prophet sallallahu wasallam, in den letzten Minuten von Abu Talib. Es waren seine wahrlich letzten Minute, bevor Allah Azzawajal seine Seele genommen hat. Und der gesamte Sallallahu Alaihi Wasallam, er hat sehr viel Dauer mit seinem Onkel gemacht. Und er hat versucht, ihm zum richtigen Weg zu führen. Und er hat nicht abgelassen bis zur letzten Minute, wie wir gleich den Hadith hören werden, dass er versucht hat, dass der Onkel von ihm den Islam annimmt. Aber Subhanallah. Höre diese Geschichte, O oh Dina Allahs. So kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Talib in die Wohnung herein. Und bei Abu Talib waren die übelsten Geschöpfe diejenigen, die den Islam abgrundtief gehasst haben, unter anderem Abu Jahl. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu seinem Onkel, an Millati abdul Muttalib. Subhanallah, wer kann dieses verstehen? So sagte einer der Übelstunden, der Feinde des Islam, zu Abu Talib. Er sagte zu ihm: an Millati Abdul Muttalib, wendest du dich etwa ab von der Religion von Abdul Muttalib? Bist du nicht auf unserer Religion? Wirst du mit einer anderen Religion sterben? Hast du mit unserer Religion nichts zu tun? Dann sagte Abu Talib, Anna ala Muttalib, nein, ich bin auf der Religion von Abdul Muttalib, wie ihr wisst, Abdul Muttalib war der Großvater des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Also starb Abu Talib nicht als Gläubiger, nicht als Muslim, sondern als jemand, der die ewige Strafe bei Allah subhanahu wa ta'ala zu erwarten hat. Und der Gesandte sallallahu alaihi bevor Abu Talib gestorben ist, sagte er zu ihm: Sagte er zu ihm, und höre, O oh Diener Allahs, dass du weißt, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam alles versucht hat, und das ist ein Beweis dafür, das Wort zu machen. Er sagte zu ihm: Sag nur ein Wort, so dass ich bei Allah Azzawajal, ein gutes Wort für dich einlegen kann. Kalima. Ein Wort bedeutet La ilaha illallah. Aber schau, dieses Wort. Wird nicht jeder sprechen können. Allah Azza wa hat es nicht jeden ermöglicht, dieses Wort zu sprechen. Obwohl der Onkel von der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam war und ihn verteidigt hat in jeder Situation und auch Schaden auf sich genommen hat und er vielleicht durch diesen oder jenen Umstand hätte Schlimmeres erfahren können. Trotzdem hat er nicht den Islam angenommen. Er war in der letzten Minute seines Lebens. Und hätte er jetzt den Islam angenommen, wer hätte ihn dann noch schaden können? So wäre er gestorben mit dem Islam. Aber subhanallah, er hat diese Religion nicht angenommen. Schau Udina Allahs. So erfahren wir auch, als er gesagt hat, ich bin auf der Religion von Abdul Muttalib, bedeutet vom Großvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam so erfahren wir, dass Abdul Muttalib, auch der Großvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ebenfalls als Käfer gestorben ist. Da hast du uns auch nicht gehört, dass wir gesagt haben, Allahs Wohlgefallen auf ihn, weil er gestorben ist in diesem Zustand. Als der Prophet sallallahu diese Dawa vorangetrieben hat und versucht hat, seinen Onkel in den letzten Minuten noch zu überzeugen vom Islam, so hat Allah Azza wa Jal dessen Seele genommen. Und dann hat Allah Subhanahu wa Ta'ala eine Aya آية herabgesandt, wo Allah Azza wa sagt, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَى Du wirst ja Muhammad sallallahu الله wa sallam nicht denjenigen recht leiten können, den du liebst. Du hast alles unternommen. Du hast alles versucht. Du hast ihn versucht, in der letzten Minute noch zum Islam zu bringen, du wirst nicht denjenigen Recht leiten können, den du liebst. Aber Allah leitet Recht, wen er will. Subhanallah. Eine Eier, die wahrlich unser Herz erschüttern sollte, liebe Geschwister. Zumal ja, diese Eier nichts anderes bedeutet, als das Abu Talib, der die beste Dawa erhalten hat. Von wem? Nicht von mir und von dir. Vom Propheten, sallallahu alaihi wa Der die größte Hekma, die größte Weisheit hatte. und das beste Benehmen, trotzdem hat dieses dem Propheten, trotzdem hat dieses dem Onkel vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, nichts genützt. Schau sogar, was er schrieb, bevor er gestorben ist. Er hat ein Gedicht geschrieben, Abu Talib. Da schrieb er, وَعَرَدْتَ دِينًا قَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّهُ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارِ مَسَبَّةِ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا Er schrieb und du hast mir diese Religion vorgestellt. Und ich habe bereits gewusst, dass diese Religion die beste Religion der Menschheit ist. Es ist die absolut aufrichtigste, wahrhaftigste, beste Religion. Und hätte ich nicht befürchtet, kritisiert zu werden und dass man mich beschimpft, so hättest du gesehen, dass ich mich ergeben hätte. Ich hätte diese Religion angenommen. Subhanallah, das waren die Worte von Abu Talib. Das heißt, O oh Diener Allahs, eine Person, der sehr viel für den Islam getan hat. Und trotzdem hat Allah Azzawajal für ihn bestimmt, dass er für ewig in das Höllenfeuer geht. Was für mich und für dich bedeutet, es reicht nicht nur dass man gute Taten macht, sondern die Basis muss da sein. Dein Haus muss stehen auf Grundfesten und diese Basis ist La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Wörter, die nicht jeder sprechen kann. Wörter, die nicht in jedes Herz hereinpassen. Wörter, die dich in das Paradies hereinbringen. Genau deswegen sind es die schwersten Wörter, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. subhanallah. Abu Talib war kein Muslim, aber hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa dir manchmal Leute zur Seite stellen kann, die dich verteidigen, obwohl sie eine andere Religion haben. Obwohl sie nicht als Muslime sterben. Und Abu Talib ist mit Ijma Allah Gelehrten nicht als Muslim gestorben. Und leider gibt es Leute, die auch aus einem Abu Talib einen Muslim machen wollen. So wurde der Prophet sallallahu alaihi in einer Überlieferung gefragt von Al-Bazar. Und Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala hat diese Überlieferung als sahih klassifiziert. Was konntest du deinem Onkel Abu Talib nützen? Was war der Nutzen von dir an ihm, ja Muhammad sallallahu alaihi er sagte, der Nutzen, den ich ihn gebracht habe, ist, dass er die einfachste Strafe im Höllenfeuer erhält. Allah subhanahu wa ta'ala wird Abu Talib eine Strafe unterziehen im ewigen Höllenfeuer, aber die einfachste Strafe, wo Feuerglut unter seinen Füßen gelegt wird, so dass sein Gehör <laughs> gewesen ist, subhanallah, wie viele Brüder man heutzutage antrifft und sie protzen damit, dass ihr Onkel zum Hasch gegangen ist und denken, dass sie von dieser Tat selber profitieren werden. Wie viele Brüder sehen wir, die sagen, mein Vater ist das und jenes. Selbst wenn dein Vater zu dem besten Propheten gehören würde, was nützt dir das, O oh Allahs, Solange du nicht selbst für deine Achira, für dein Jenseits vorsorgst, wird dir das nichts bringen. Wie auch dir die Geschichte von Abu Talib beweist. Du musst lernen, dass diese Religion Taten erfordert. Dass diese Religion nützliche, wertvolle, richtige Taten erfordert, die ein Grund sein werden, damit Allah subhanahu wa ta'ala mit dir und mit mir barmherzig ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit uns in der Dunya und in der Akhira barmherzig sein. Subhanallah. Es gibt viele Leute in der heutigen Zeit, die sagen, aber das war doch ein guter Mensch, selbst wenn er nicht den Islam angenommen hat. Warum diese ungerechte Strafe? Sie sagen das Wort ungerecht nicht, aber es ist vorhanden in dem, was Sie eigentlich ausdrücken wollen. Man riecht gerade förmlich dieses Wort aus dem Satz heraus, den Sie bilden. Sie meinen damit, eine Person, der nur Gutes getan hat, selbst wenn er nicht Allah Azzawajal gedient hat, warum sollte er diese üble Strafe im Höllenfeuer bekommen? Wir sagen, wer gut ist, ist erstmal gut zu Allah. Subhanallah, ist Allah Azzawajal nicht derjenige, der uns erschaffen hat? Und in der heutigen Zeit und auch damals war es so, dass Allah Subhanahu wa Taala den Diener erschafft und daraufhin dankt der Diener jemand anderen außer Allah. Und Allah gehört das höchste Beispiel und trotzdem darf man manchmal menschliche Beispiele prägen. Stellt euch vor, o oh Diener Allahs, eine Mutter. Sie zieht ihr Kind auf, bis das Kind erwachsen wird und dann sagt das Kind zu einer anderen Frau: Mutter. Wie wird sich die Mutter fühlen? Ist dieses nicht schwer? Ist dieses nicht gewaltig? Ist dieses nicht ungerecht? Sei ehrlich, das ist die Ungerechtigkeit. Bevor wir überhaupt die rote Linie Allah subhanahu wa ta'ala berühren, sollten wir uns erstmal fragen, sind diese Leute gerecht? die erschaffen wurden von Allah, die alles bekommen haben und Allah ihnen den klaren Weg aufgezeigt hat und sie daraufhin jemand anderen angebetet haben, der sie nicht erschaffen hat und der ihnen nicht diese Gnaden gegeben hat und der sie nicht am Tage der Auferstehung in das Paradies hereinbringen kann, sind diese Leute nicht ungerecht. Und so will man diese rote Linie überschreiten und den Mensch, der sich für einen anderen Gott der sich für einen anderen Gott entschieden hat als Allah, so will man diesen Menschen als gerecht darstellen und Allah hasha als ungerecht. So was macht keine Seele, der nur etwas Funken an Glaube hat. Möge Allah Subhanahu Wa Taala uns nur als Gläubige sterben lassen. Das ist die Geschichte von Abu Talib. Wir werden natürlich von Zeit zu Zeit auf Abu Talib weiterzusprechen bekommen. Und so haben wir erfahren, Abu Talib ist nicht als Muslim gestorben. Der Onkel des Propheten wa sallam, und auch der Großvater, der Opa des Propheten wa sallam, ist nicht auf den Islam gestorben, ist nicht als Muslim gestorben. Dieses deswegen, weil als ob ich diese Frage jetzt heraushöre: Warum sind diese Leute als kofar gestorben und wir können sie Kuffar nennen? Obwohl es zu der Zeit keinen Propheten gab, eine gute Frage, die berechtigt ist und die wir auch mit Recht beantworten müssen. Glaube nicht, O oh Diener Allahs, dass die Araber damals in der damaligen Zeit keine Religion hatten, sondern es gab in deren Zeit eine Restreligion von Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim, einer der geehrtesten Gesandten und Propheten. Diese Restreligion hat bestanden. Denn wir sehen auch, dass nicht alle unter den Qurayshiten, die in Mekka gelebt haben, die Götzen angebetet haben, was Gang und Gebe zu der damaligen Zeit war. Nein, es gab Leute, sie haben nicht diese Götzen angebetet, sondern sie haben an Allah azza einzig und alleine geglaubt. Daher ist es falsch zu sagen, es gab gar, gar nichts vom Prophetentum, so dass diese Leute hätten, so diese Leute nicht bestraft werden dürften. Höre zu, O Allahs, eine Aya, die dir beweist, dass Allah, subhanahu wa nur dann erst bestraft, wenn er einen Propheten geschickt hat. Das ist eine Sunna von Allah. Allah Azzawajal sagt, وَمَا Wir werden niemals bestrafen, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Das bedeutet, dass Allah Azzawajal eine Sunnah, einen Weg hat, dass er niemanden bestraft, dem nicht ein Prophet erreicht hat. Wie können wir dann sagen, dass diese Leute ungerechtfertigterweise als Kuffar gestorben sind und sie haben keinen Propheten gehabt? Du hast doch die Eier gehört, wo Allah sich das zur Aufgabe gemacht hat, dass er immer einen Propheten entsendet, bevor er die Strafe über die Leute kommen lässt. Das ist eine Sunna von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Und daher solltest du wissen, dass die Gerechtigkeit Allahs in allen möglichen Bereichen besteht. So wird der eine fragen, aber gab es nicht tatsächlich Leute, die in einer Zeit gelebt haben, wo gar kein Prophet zu ihnen gekommen ist und wo sie nichts vom Prophetentum erreicht hat? Doch. Und dazu gibt es eine Überlieferung bei Al-Bazar, Rahimullah Ta'ala, die Sheikh al albani Rahimullah, als authentisch klassifiziert hat, dass vier Personen Yaumul Qiyamah, höre zu, die absolute Gerechtigkeit von Allah. Subhanallah. Wir können uns nicht vorstellen, wie gerecht Allah ist. Vier Personen werden ihre Ausrede vor Allah vorbringen, dass sie nicht die Botschaft erreicht hat. Sie werden ein Argument vor Allah vorbringen und sagen, die Botschaft hat uns nicht erreicht. Einer von ihnen ist ein Asam, das heißt ein Tauber. Der nichts mehr gehört hat. Ein anderer ist ein Ahmak, das heißt ein Zurückgebliebener. Und einer von ihnen ist ein harem der so alt gewesen ist, dass er nichts mehr begriffen hat. Und einer von ihnen ist eine Person, der genau in so einer Zeit gelebt hat, wo ihn die Botschaft des Propheten nicht erreicht hat. So werden sie ihr Argument vor Allah subhanahu wa ta'ala vorbringen. Der Taube wird sagen, ja Allah, die Botschaft ist zu mir gekommen, während ich nichts mehr gehört habe. Ein Argument. Und der Zurückgebliebene wird sagen, ja Allah, die Botschaft ist gekommen, während mich Kinder mit Kamelmist beschmissen haben. Es war so also ein kindisch Zurückgebliebener. Und einer wird sagen, ja Allah, die Botschaft ist gekommen, während ich ein sehr alter Mann gewesen bin und der letzte wird sagen ja Allah die Botschaft hat mich überhaupt nicht erreicht eine authentische überlieferung wo dann gesagt wird betretet dieses feuer und wer es betretet und damit gehorsamkeit leistet so wird er danach in das paradies hereingehen wer aber dieses nicht tut und derjenige der das tut so wird das Feuer für ihn kühl und angenehm sein wie für Ibrahim alayhi salatu und wer das aber nicht tut ungehorsam ist so wird dieser in das höllenfeuer hereingehen allahu akbar das heißt diese leute müssen ihre gehorsamkeit zu dieser zeit beweisen so dass danach über ihren Ausgang entschieden wird. Und die Sache ist nicht leicht, liebe Geschwister. Es gibt 15 Aussagen über die Ahlul Fatra, das heißt über diejenigen, die in der Zeit gelebt haben, wo kein Prophet sie erreicht hat. Und manche Gelehrte sagten: Nein, sie sind als Kuffar gestorben. Und das in jedem Fall dass sie als etwas anderes außer als Muslime gestorben sind. Warum? Weil wer nicht die Shahada sagt, ist nach unserer Religion kein Muslim, unabhängig davon, ob er später geprüft wird und zu diesen vier Personengruppen gehört. Unabhängig davon, denn dieser ist nicht als Muslim gestorben, er hat die Shahada nicht gesprochen, also stirbt er auch in diesem Zustand und er stirbt als Nicht-Muslim, was später Allah mit ihm macht. Das ist die Angelegenheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und manche haben gesagt unter den Gelehrten, sie werden in Sicherheit sein. Und wallahu ta'ala a'la wa a'lam, die Ansicht, die unsere Gelehrten vertreten, ist, dass sie nochmal geprüft werden. Und ich bin am ruhigsten und am zufriedensten mit dieser Antwort, denn sie wird von vielen Gelehrten vertreten. Walhamdulillahi rabbil alamin. O Diener Allahs, Allah ist gerecht. Und auch die Leute die nicht diese Botschaft erreicht hat, so werden sie nicht ungerecht von Allah als Jalla behandelt. Und ich möchte damit ein Zweifel aus unseren Herzen herausnehmen, weil damit auch viele üble, üble Herzen, verdorbene Herzen kommen und sagen, warum wird denn der und der bestraft oder der und der zur Rechenschaft gezogen, wo keine Botschaft ihn erreicht hat. Wisse, O oh Diener Allahs, wie wir im Allgemeinen gesagt haben, Allah wird niemals bestrafen, bis er einen Propheten zu diesem Volk sendet. Und wenn es dennoch Leute gab, die nicht diese Botschaft bekommen haben, so hast du bereits gehört, wie ihr Ausgang sein wird. wie ta'ala. Der zweite Teil. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam tritt eine Reise an mit seinem Onkel Abu Talib nach Ascham, dem heutigen Syrien. Abu Talib war ein Geschäftsmann und er nahm eine Gruppe von älteren Leuten mit und auch seinen Neffen Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das Reiseziel war Ascham dem heutigen Syrien sie kamen dort gewöhnlich an einem Haus von einem Rahib von einem Mönchen vorbei liebe Geschwister der ein Christ gewesen ist und dessen Haus so kamen sie bei jeder reise an diesem haus vorbei sie gingen an dem haus von diesem rahib von diesem mönchen vorbei und an diesem tag als sie wieder an seinem haus vorbeigingen kam er zu ihnen heraus anders als sonst und die überlieferung ist bei at -Tirmidhiyo. Und Sheikh al bani rahimullah ta'ala, hat sie als sahih klassifiziert. Und auch Ibn Hajar al-Asqalani, rahimullah ta'ala. Es gab Gelehrte, die eine Anmerkung dazu hatten. Aber wir wollen diese Geschichte, bi'idnillah ta'ala, erzählen. So, dass wir erfahren, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa kein Unbekannter war. Dieser Mönch, der herauskam, sein Name war Bahira. Er wendete sich ihnen zu und das hat er zuvor nie gemacht wann auch immer Abu Talib an seinem Haus vorbeikam und er betrachtete Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der zu diesem Zeitpunkt zwölf Jahre alt war, ganz genau. Und als er Muhammad sallallahu alaihi wasallam genau betrachtet hat, so sagte er voller Erstaunen, Hada alamin. Das ist der Führer der Menschheit. Hada alamin. Das ist der Gesandte der gesamten Menschheit. هذا يبعثه الله رحمة للعالمين الله hat ihn als eine Barmherzigkeit für die Menschheit so sagte Abu Talib zu ihm وما علمك بذاك was ist dein Wissen darüber woher weißt du das was du gerade gesagt hast er sagte لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا als der Prophet kam das heißt Muhammad sallallahu alaihi wasallam der noch ein kleiner Junge zu dem Zeitpunkt war Er sagte Abu Talib: So gab es kein Stein und kein Baum, der sich vor ihm, vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam niedergeworfen hat. Und sie werfen sich nur nieder, diese Steine und Bäume, für einen Propheten. Und er sagte weiter: Bahira, dieser Mönch, der ein Christ war, und ich erkenne ihn, dass er der Siegel der Propheten ist Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wenn Leute wahrhaftig sind, auch wenn sie eine andere Religion getragen haben, so warten sie förmlich auf die Wahrheit ab, bis sie endlich diese Wahrheit annehmen können. Und subhanallah, schaut liebe Geschwister, der kleine Muhammad, sallallahu alaihi zwölf Jahre alt, er war noch gar kein Prophet. So hat Bahira schon über seinen Zustand Bescheid gewusst. Und er sagte, alles hat sich vor ihm niedergeworfen. Es blieb kein Stein übrig und kein Baum, der sich nicht vor ihm niedergeworfen hat. Und das ist auch gar kein Problem, liebe Geschwister, denn diese Niederwerfung ist eine Niederwerfung des Respekts, der Ehrung, nicht eine Niederwerfung der Anbetung. Aber trotzdem, auch dieses wurde dann später mit dem Prophetentum Muhammad sallallahu alaihi mit der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi zu der Menschheit, wurde dieses verboten, dass man sogar nur aus Respekt für eine Person eine Niederwerfung vollzieht, wie der Gesandte sallallahu alaihi sagte: ahadan <laughs> an und diese Überlieferung ist bei Ibn Majah und Sheikh al bani Rahimullah hat sie als, als sahih klassifiziert. Er sagte, wenn ich jemanden befehlen könnte, wenn ich bedeutet, ich darf es nicht. Wenn ich jemanden befehlen könnte, sich vor einem anderen niederzuwerfen. So hätte ich der Frau befohlen, so hätte ich der Frau befohlen, sich vor ihrem Ehemann niederzuwerfen. Warum? Das erfahren wir aus anderen Quellen. Weil der Mann ein gewaltiges Recht über die Frau hat. Aber trotzdem ist dieses auch nicht erlaubt, dass ein Mann von seiner Frau verlangen darf, dass sie sich für ihn niederwirft. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagte, wetten. Und er darf es nicht, wassalam. und in der Scharia, in der Gesetzgebung von Muhammad sallallahu alaihi wurde dieses absolut verboten. Subhanallah, damit sehen wir die damaligen von Ahlul Kitab, von den Juden und Christen, und das ist der letzte Punkt, den wir behandeln werden, Muhammad sallallahu alaihi in den Schriften der Juden und Christen. Die damaligen von Ahlul Kitab, von den Juden und Christen, haben viel mehr Wissen über ihre Religion gehabt als die heutigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, bevor wir im Evangelium suchen und bevor wir in der Taurat, das Buch der Juden suchen, so suchen wir erstmal im Koran, wo Allah azzawajal sagte, Es sind diejenigen, und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt die Leute von den Juden und Christen, die den Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgen, dem Propheten, der Analphabet war, weder lesen noch schreiben konnte. Und jetzt kommt der entscheidende Teil wo Allah Azza wa sagt, den sie bei sich in ihren Büchern bedeutet, im Evangelium und in der Taurat geschrieben findet. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam vorangekündigt in diesen Büchern. Und sie wissen, dass dieses einzig und alleine die Wahrheit ist. Aber ist diese Wahrheit noch vorhanden in den Büchern, was uns natürlich sehr interessiert? In einem Buch, und ihr wisst, liebe Geschwister, die Bücher der Ahlul-Kitab wurden gefälscht. Sowohl der Injil, bedeutet das Evangelium, als auch die Taurat, die Tora, beide Bücher wurden gefälscht. Und wären sie von Allah, und sie waren ursprünglich von Allah, aber sie wurden gefälscht, wären sie von Allah subhanahu wa ta'ala geblieben. So hättest du niemals einen Fehler darin gefunden. Aber weil Menschen diese Bücher geändert haben, so sehen wir nicht nur einen Fehler oder zwei Fehler. Wir sehen, dass diese Leute untereinander uneins sind, welches Evangelium sie lesen sollen, welche Bibel sie lesen sollen. Eine oder zwe eine zweite oder eine dritte oder eine vierte, sie wissen es nicht, sie sind uneins darüber. Der Koran ist einer. Hast du jemals gehört, dass Muslime, die wahrhaftig Muslime sind, über die Echtheit des Korans streiten? Allahu Akbar. Dieses ist bei uns nicht der Fall, sondern dieses ist vielmehr bei den Leuten von Ahlul Kitab der Fall. Und im Evangelium steht zum Beispiel, liebe Geschwister, dass als Adam a.s., du weißt, der Urmensch, Adam a.s., der erste Mensch, den Allah subhanahu wa taala auf die Erde eingesetzt hat, als er noch im Paradies mit seiner Frau Hawa gewesen ist, so haben sie vom verbotenen Baum gegessen. Und du weißt, infolgedessen wurden sie vom Paradies verbannt. Und als sie das Paradies verlassen mussten, drehte sich Adam alaihi salatu salam am Tor des Paradieses um. Das steht im Evangelium, und da stand Oben geschrieben, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Und Muhammad ist der Gesandte Allahs. Und ihr wisst, liebe Geschwister, der Ausdruck bei denjenigen, die von Ahlul-Kitab waren, weil sie nicht den Koran mündlich von Generation zu Generation übertragen haben, war, dass sie gesagt haben: Mahomet. Ja, das war der Name, den sie genannt haben von Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama. Nichtsdestotrotz stand er bei ihnen geschrieben und auch steht in einem Buch der Evangelien geschrieben, was sie eigentlich bis heute lesen, dass Jesus sagte, ich werde gehen und es ist gut, dass ich gehe, denn solange ich nicht gehe, wird der Peroklytus nicht zu euch kommen wird der Peruklytus nicht zu euch kommen. Und dieses Wort, der Peruklytus, ist ein griechisches Wort, ist ein griechisches Wort, liebe Geschwister, und es hat die Bedeutung von Ahmed und Mohammed. Du kannst dich mit Sicherheit erinnern, als wir erklärt haben, was Ahmed und Mohammed bedeuten. Sie sind vom Wort Hamida abgeleitet, Leute, die viel loben und gelobt werden. Und das ist dieselbe Bedeutung, die auch im Evangelium dritten stand. Und die Christen zum Beispiel wissen, dass es nach Jesus einen weiteren Propheten geben wird. Und subhanallah, so sagte Waraka ibn Naufal. ibn Naufal war der Cousin von Khadija, radiallahu anha, die erste Frau vom Propheten, auf die wir natürlich noch zu sprechen kommen. Dieser sagte zum Propheten, alaihi ich wünschte mir, ich wäre noch am Leben, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, wenn dich dein Volk aus dieser Stadt vertreibt. So sagte Muhammad sallallahu alaihi wa werden sie mich tatsächlich aus dieser Stadt vertreiben? Er sagte zu ihm, waraka ibn Naufa, schau, Allahs. Er sagte zu ihm, und da war Muhammad sallallahu alaihi wa noch kein Prophet, er sagte zu ihm, äh, er sagte zu ihm, äh, er sagte zu ihm, ich. Habe, es gab keinen Mann, der mit einer Botschaft kam, mit der du auch gekommen bist, außer dass er von seinem Volk angefeindet wurde. Subhanallah. Und deswegen, manche Gelehrte zählen Waraka ibn Nawfal zu einem Sahabi. Andere sagen, nein, er ist kein Sahabi, er ist ein Muslim. Und andere sagen, weder das noch das, wir sagen Allahu a'lam. Wir wissen, dass er bereit war, die Wahrheit anzunehmen und das reicht uns von Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Auch Salman al-Farisi anhu arda, Er war ein Perser gewesen, liebe Geschwister. Und wann auch immer er gefragt wurde, wer er ist oder von wo er herkommt, so sagte er, Anna ibn Islam, ich bin der Sohn vom Islam, eine Person, der verstanden hat, dass Nationalismus nichts in unserer Religion zu suchen hatte. Dieser Salman al-Farisi, als er auf dem Weg der Wahrheit war, als er die nach der Wahrheit gesucht hat und er noch nicht den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam angetroffen hat, so hat er einen Gelehrten angetroffen von den Christen. Und als dieser Gelehrte kurz vor dem Tod war, fragte Salman al-Farisi, wo er denn hingehen sollte, zu wem er hingehen sollte, der ihm weiter die Wahrheit beibringt. So sagte dieser Gelehrte vor seinem Tod zu Salman al-Farisi in einer authentischen Überlieferung, er sagte zu ihm, geh dorthin, wo du einen Mann antreffen wirst, der das Prophetentum auf seiner Schulter hat, ein Zeichen seines Prophetentums auf seiner Schulter hat. Und wenn du ihm ein Geschenk gibst, so wird er es ablehnen. Und wenn du ihm eine Sadaqa, ein Almosen gibst, so wird er es ablehnen. Aber wenn du ihm ein Geschenk gibst, so wird er es annehmen. Und tatsächlich, als Salman al-Farisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begegnet ist, war er sofort überzeugt von der Wahrheit, mit der Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt wurde. Und so nahm er diese Wahrheit an. Und das war ein Zeichen des Prophetentums, liebe Geschwister, wo verschiedene Sahaba radiallahu anhum beschrieben haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf der linken Schulter, er zur linken Schulter geneigt, ein, eine, wie eine Taubengröße von einem Ei, so ein Fleck existiert hat auf seiner Haut, wo viele Haare drauf waren. Das war das Zeichen vom Prophetentum. Ein Ei in der Größe von einem Taubenei, was befleckt war, aber in der Farbe der Haut des Propheten. Wa und auf diesem, Fleck haben sich viele Haare, auf diesem Fleck sind viele Haare zusammengewachsen. Und auch die damaligen Juden haben nicht umsonst in Medina gelebt, denn sie haben dort die Ankunft von Mohammed abgewartet. Auch sie wussten um diese Wahrheit, liebe Geschwister. Daher fühlt euch geehrt und fühlt euch stolz. Alhamdulillah, für uns Muslime ist das Entscheidende, dass wir erstmal im Koran hereinschauen, bevor wir in den anderen Büchern herumblättern. Und dieses empfehle ich immer wieder meinen Geschwistern, denn im Koran steht die gesamte und völlige Wahrheit, ohne Zweifel. Aber ist die Wahrheit auch in anderen Büchern vertreten? Ist die Wahrheit auch in anderen Büchern vorhanden? Zumal wir wissen dass allah subhanahu wa ta'ala immer die wahrheit bestehen lässt und subhanallah obwohl die Evangel obwohl das evangelium und die taurat immer wieder geändert wurden hat allah als etwas wahres darin gelassen auch das konnten sie nicht ändern weil allah es so bestimmt hat bis sie zum heutigen tage auch noch nachlesen können dass muhammad sallallahu alaihi die wahrheit ist und wer den Islam annimmt, so wird er gerettet sein. Wer sich aber für eine andere Religion entscheidet, so soll er wissen, Allah Azzawajal sagt im Koran: Inna dina Islam. Wahrlich die Religion bei Allah ist der Islam. Und ein paar gezählte Ayat weiter: Islam dina, min. Und wer eine andere Religion erwählt als die Religion des Islam, so wird sie niemals von ihnen angenommen werden. Und am Tage der Auferstehung gehört er zu den Verlierern. Möge Allah mich und euch unter den Gewinnern schreiben. Möge Allah subhanahu wa uns nicht vom richtigen Weg abweichen lassen. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von aschaitan Möge Allah subhanahu wa mir vergeben. bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في أيا جو السهر غني بقش فستة فيم. Jetzt ein paar Minuten Zeit, beenden wir das Hallo für Fragen. Wer Fragen hat, hat jetzt die Möglichkeit, diese zu <coughs> Ich muss nur kurz die Seite öffnen, Beidne ta'ala. und dann stellen wir auch zwei, drei Fragen, Beidne ta'ala. Das hatte ich das letzte Mal vergessen, aber wir wollten das zu einer Regel machen, damit wir gucken, ob unsere Geschwister aufpassen oder ob diese Unterrichte überhaupt nichts bringen. Die Hat jetzt die Möglichkeit diese zu die erste Frage ist die erste frage ist und es reicht uns wenn einer richtig antwortet einen moment bitte Okay. Welche Eier, welchen Vers hat Allah azza wa vom Koran herabgesandt, als er die Seele von Abu Talib genommen hat, wo der Prophet innigst versucht hat, ihn zum Islam zu führen? Welche Eier, welchen Vers hat Allah herabgesandt? Ihr könnt das auch auf Deutsch schreiben, insha'Allah ta'ala. اقرا اذا كتب شيئا ايه 3, 8, 5. Nein. 3, يعني Sura 3, لا Nein. Nein, nein. Okay. Welche ايه hat Herr Allah herabgesandt, um auch zu bestätigen, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم Hier auch nichts bewirken konnte, wie der Tod von seinem Onkel sein wird von seinem eigenen Onkel. Nein. du kannst diejenigen rechtleiten, die nicht recht leiten. du nicht rechtleiten. Nein, das wäre total die umgekehrte Bedeutung von der Eier. Du kannst nicht diejenigen rechtleiten, die Allah Subhanahu wa Taala Allah Azza sagt la tahdi man Du kannst nicht diejenigen rechtleiten, die du liebst sondern Allah leitet recht, wen er will. Hat jemand das richtig geschrieben? Ja. Nur Allah kann recht leiten, wen er will, hat jemand geschrieben. Mm, das ist ein Teil von der Aya. Keiner? Subhanallah. Okay. Ja. Du Und diese Eier, liebe Geschwister, du kannst nicht denjenigen rechtleiten. Eigentlich ist das ein Ijma', eine äh, ein, ein Zusammenkunft der Ansichten der Gelehrten, dass sie alle gleicher Ansicht sind, dass diese Eier um Abu Talib geht. Na, Deswegen, Abu Talib ist nicht als Muslim gestorben, aber trotzdem hat Allah Azzawajal in dieser Eier bewiesen, dass der Prophet salallam, Abu Alaihi Was geliebt hat. Und diese Liebe nennen wir eine menschliche Liebe. Nicht eine religiöse Liebe, die ist verboten gegenüber den Andersgläubigen, sondern eine menschliche Liebe, die der Prophet Sallallahu Alaihi zu seinem Onkel gehabt hat. Na, Zweite Frage. Wie hieß der Mönch, bei dem der Prophet sallam, und sein Onkel Abu Talib vorbeikamen und woran hat er erkannt, dass Muhammad wa sallam, die Wahrheit ist? Wie hieß, machen wir die erste Frage, wie hieß der Mönch, bei dem der Prophet sallam, mit seinem Onkel Abu Talib vorbeikam? Bahira. Bahira, sehr gut. Und wie hat er erkannt... Der, äh, wie hat der Mönch erkannt, dass Muhammad alaihi wasallam, ein wahrhaftiger Prophet ist? Genau, sehr gut. Die Bäume und die Steine haben sich niedergeworfen und das passiert nur für einen Propheten. In einer anderen Überlieferung kam ein Schatten, das heißt, der, war, der, der hat immer dieser Schatten Muhammad begleitet. Ganz gleich, wo er hinging, war dieser Schatten bzw. diese Wolke über ihn und spendete ihn Schatten. Na, walhamdulillah rabbil alameen. Äh, was ist das Zeichen des Prophetentums? Was ist das Zeichen des Prophetentums, was auch beim Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam vorgefunden wurde? Fleck an der Schulter. Fleck an der Schulter, sehr gut. Das sah aus wie, was haben wir gesagt, wie ein Taubenei? Und da sind Haare zusammengewachsen an diesem an dieser Stelle. Und damit habt ihr bewiesen, dass ihr aufpasst. Möge Allah Subhanahu Wa uns allen nützliches Wissen geben. wa Dann haben wir jetzt Zeit für Fragen, bi Ta'ala. Ihr könnt jetzt eure Fragen stellen. Ein paar Minuten, inshallah, ta'ala, und dann kommen wir zum Ende.

Bis Abu Talib ist gestorben äh, im zehnten Jahr äh, nach der Entsendung des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala, a'la, wa'alam. Wenn ich sündige und mir sage, ich werde Ehe ist die Reue noch Wenn ich sündige und ich sage, ich werde Ehe bereuen, ist diese Reue noch Reue überhaupt gültig. Wir sollten wissen, liebe Geschwister, bei der Reue gibt es eine Sache, die nennt sich wahrhaftige Reue. Und es gibt eine Sache, die man so benennen könnte, als sich lustig machen über Allah subhanahu wa ta'ala. Der zweite Weg ist sehr gefährlich. Die aufrichtige Reue, die benötigt, dass man mit, dass man die Sünde im Herzen hasst, dass man sofort mit der Sünde aufhört und nicht wieder beabsichtigt, dorthin zu gehen oder dorthin zurückzukehren. Wenn ihr diese drei Bedingungen betrachtet, dann schauen wir mal auf das andere. Das ist eine Sünde, ich werde sie machen, ich kann dann sowieso bereuen. Dieses fällt in die Kategorie wie, als ob man sich lustig macht über Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Muslim darf nicht so eine Einstellung haben, sondern ein Muslim, er versucht, den Sünden aus dem Weg zu gehen. Und wenn er sündigt, dann begeht er eine wahrhaftige reue, die wir gerade beschrieben haben. Ala, ala, wa ala. Wann, ist das, wann ist die beste Zeit, das Taraweeh-Gebet zu, zu verrichten und darf man die Gebete leise verrichten? Die Sunna ist, dass man sie erstmal laut verrichtet. Die zweite Sache ist, das Taraweeh-Gebet kann anfangen nach dem Isha-Gebet nach dem Isha Gebet das heißt man betet das Isha Gebet und dann kann man mit dem taraweeh Gebet anfangen und man kann es theoretisch beten bis kurz vor Fajr aber man sollte eine kleine Zeit lassen vor, vor der Morgendämmerung um, dass man noch den Suhoor macht wallahu ta'ala ala wa ala. na ورد إبليس حتى اليوم الأخير الله سبحانه وتعالى عندما كان إبليس في سوره الحجر قال له فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم اذ الله عز وجل ihm herausgeworfen hat aus dem Paradies, denn ihr wisst, Iblis war damals äh, mit den Engeln zusammen, und aber als er verbannt wurde vom Paradies, weil er dieser Iblis sich nicht niedergeworfen hat vor Adam, so hat Allah ihn verbannt vom Paradies, daraufhin hat Iblis zu Allah gesagt, schiebe mich auf bis zum jüngsten Tag, das heißt, Lass mich noch gewähren bis zum jüngsten Tag. Allah Azza wa sagt, dir sei Aufschub gewährt bis zum jüngsten Tag. Aber so lange ist auch der Fluch Allahs über dich. Wallahu ta'ala ala wa ala. Kann ich in jeder Raka nur die Al-Fatiha rezitieren? Die Al-Fatiha zu rezitieren ist eine Säule im Gebet. Wer sie nicht rezitiert, so ist sein Gebet ungültig. Aber wenn er auch nur die Sura Al-Fatiha rezitiert, und keine andere Sura außer der Fatiha rezitiert, so ist sein Gebet gültig. So ist sein Gebet gültig, vorausgesetzt, er hat bei den Handlungen Ruhe und Gelassenheit. Er führt die Handlungen mit Ruhe und Gelassenheit aus. Wallaahu Darf man ala, ala wa elektrische Fliegen fangen oder diese Klebefallen? Darf man Fliegen töten? Ja. Und der Beweis dafür ist, was der Prophet ﷺ gesagt hat dass wenn eine Fliege in eines eurer Getränke hereinfliegt, so nimmt sie heraus und taucht sie nochmal ein. Ja, vom nochmal reintauchen wird sie nicht lebendig, sondern sie stirbt und dann wirft sie weg. Insofern ist hier eine Erlaubnis, dass man auch Fliegen töten kann. Ist es erlaubt, im Ramadan zu schlafen? Ist es erlaubt, im Ramadan zu schlafen, wenn du müde bist, ja. Aber das heißt nicht, dass man die gesamte Zeit schläft, um so die Zeit totzuschlagen, wo man auf Iftar wartet bzw. zum Maghrib wartet. Das ist nicht hier gewollt, sondern du sollst bei den taala versuchen, auch diese Anstrengung zu spüren, damit du auch belohnt wirst. Aber wenn du müde bist und sehr müde bist, dann natürlich kannst du schlafen. Na. Ich muss beim Fasten Immer Datteln essen oder kann ich auch was anderes essen? Als beim Fastenbrechen? Wie ist das beim Fastenbrechen? Sollte ich da Datteln essen? Das ist die sunnah, dass man eine getrocknete Dattel ist. Wenn das nicht da ist, wenn die nicht da ist, dann eine normale Dattel. Und äh, wenn das auch nicht da ist, dann ein Schluck Wasser. Aber man soll sein Fasten zügig brechen wie in der Laterne. Wo befindet sich der Dajjal zurzeit? Wallahu ta'ala a'la, ala wa alam. Darüber gibt es unterschiedliche Ansichten der Gelehrten. Wir können das nicht genau sagen. Manche sagen, er ist schon da und manche sagen, er wird noch kommen. Wallahu ta'ala a'la, ala wa alam. Hat, die Hat die Behinderung eine Bedeutung im Islam? Manche Gelehrte erwähnen die Weisheit dahinter, dass wenn du dir einen Behinderten anschaust, dann weißt du die Gnaden Allah mehr zu schätzen. وأنت دس أن الله سبحانه وتعالى نشكزون اشاف معك وندس أم في من الله عز وجل والله تعالى على <applause> Dajjal. Wir haben darüber schon einen, einen Unterricht gemacht. Wenn dir das, wenn du das wissen möchtest, in dann geh und guck darauf bei den Latehala, was wir an Unterricht gemacht haben. Jemand fragt, wie ist mit dem Hadith gemeint, als der Prophet sagte, hat dass nur siebzigtausend Menschen Rechenschaft ins Paradies eintreten sollen? Wie ist der Hadith gemeint bei Al-Bukhari? Wo der Prophet wassalam, sagte, 70.000 von meiner Umma werden in das Paradies hereinkommen ohne Abrechnung. Naam. Und dann wurde er gefragt, wassalam, was ihre Eigenschaften sind. Er sagte, sie, machen, sie verlangen keine Ruqya. Pass auf, sie verlangt keine Ruqya, Bedeutet nicht, wenn einer zu ihnen kommt und die Rukyah über sie macht, ohne dass sie es verlangt haben, dass sie nicht mehr zu der Personengruppe gehören. Nein, sondern sie verlangt es nicht von sich selber aus. Warum nicht? Weil ein Muslim sollte lernen, dass er selber, dass er selber sich hilft und nur äh, diese Hilfe von Allah Subhanahu wa Taala in Anspruch nimmt dass er sich damit hilft, dass er nur die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala in Anspruch nimmt. Weil eine Person, der immer den ruft und den ruft und den ruft, wo ist sein Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala? Wo ist sein Vertrauen auf Allah subhanahu wa Und deswegen der richtige, wahrhaftige Tawakkul ist, dass man richtig auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut und dann auch biiznillah ta'ala die Mittel in Anspruch nimmt. Naam. Aber es gibt Leute, der sagt, hol den, hol den, hol den und dann besteht die Gefahr, muss nicht sein, aber besteht die Gefahr, dass er den Tawakkel von Allah subhanahu wa ta'ala verlagert, zum Beispiel auf eine Person, auf einen Doktor, auf einen Spezialisten. Und das ist ein Problem. Das sind die Leute, die keine Ruqya verlangen, die nicht die Feuerbehandlung an sich vornehmen, die keinen Aberglauben haben, die keinen Aberglauben haben, wie zum Beispiel Freitag, der dreizehnte, da bleibe ich lieber zu Hause, billah. nicht so ein Aberglauben und die vor allen Dingen auf Allah richtig vertrauen, Wallahu ta'ala ala wa alam. Das sind diejenigen, die werden ohne Abrechnung in das Paradies gehen. Erlaubt Fußballtrikots zu kaufen, wo die Namen der Spieler draufstehen? Ist es erlaubt, Fußballtrikots zu tragen, wo die Namen der Spieler draufstehen? Mach deinen Namen drauf, inshallah, und dann ist das besser wie in ähm, Jemand fragt, Vermisst man seine Familie im Grab bis zur Auferstehung? vermisst man seine Familie im Grab bis zur Auferstehung. Natürlich, was uns überliefert wurde, wir können nur über Helmul Reib, über das verborgene Wissen sprechen, was uns an Beweistexten erreicht hat, liebe Geschwister. Derjenige, der beerdigt wird an diesem Tag, wenn seine Familie weggeht, so hört er noch die Schritte. Und dann ist er völlig alleine. Und dann kommt die größte Prüfung, wo er nichts anderes im Sinn hat, außer diese Prüfung zu bestehen. Und das ist die Befragung von den zwei Engeln. Das ist das, was uns an Beweistexten erreicht hat, Wallahu ta'ala ala wa'ala. Wie man fragt, sind und Asha'ila as von Sunnah. As und sind sie von Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ah. Die Gelehrten, sie haben das detailliert beantwortet. Wenn wir sagen, Sunniten und Schiiten im Vergleich, wenn wir sagen, Sunniten und Schiiten im Vergleich, dann sind, dann sind die Asha'ira und die Maturidiyya von Ahlus Sunnah. Aber wenn wir über den sunnitischen Bereich des Islam sprechen, dann gehören sie hier nicht zu Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ah, wallahu ta'ala ala wa ala. ramadan geben? Wird es ein Ramadan-Programm geben? Wir erhoffen dieses, beidnillah ta'ala. Das wird natürlich auch davon abhängen, ob die Moscheen in der Zeit wieder geöffnet werden oder nicht. Wir denken eher nicht, aber Allah ta'ala, ala wa'alam, trotzdem machen wir viel Dua, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses ermöglicht. Wenn dieses aber nicht der Fall sein sollte, dann werden wir gucken, dass wir ein Ramadan-Programm machen, beidnillah ta'ala. Darf man Spinnen, die in die Wohnung gekommen sind, töten? Wie ist das mit Spinnen? Darf man sie töten? Es gibt natürlich eine Überlieferung im Musnat von Imam Ahmed Rahmatullah, dass eine Spinne sozusagen den Propheten Sallallahu und, äh, und Abu Bakr Siddiq in, äh, äh, in der Höhle von Thawr gerettet hat. Und deswegen äh, äh, haben dann auch viele Muslime dieses so angenommen, dass man hier die Spinnen nicht töten darf. Diese Überlieferung... Ist er daif? Ist er daif? Es gab einige hadith die sie als Hassan klassifiziert haben, aber sie ist er daif, Wallahu Taala Ala Wa ala ala. Assalamu Alaikum. Es ist Haram mit einem Mann zusammenzuleben, wenn er singt, geht in Schiesserbars geht etc. Und wenn er nicht mehr betet und werde ich auch dafür bestraft, obwohl ich davon abhalte. Will und nicht deswegen entscheiden nach. Eine Person fragt, äh, ist es Haram mit einer Person zu leben? Sie hat erstmal genannt Shisha und andere Dinge und dann das Gebet. Schaut mal, liebe Geschwister, diese drei Sachen, die genannt wurden, sind bei weitem, bei weitem, obwohl das üble Sünden sind, bei weitem nicht so schlimm wie das Verlassen des Gebets. Ibn al Qayyim Rahimullah Ta'ala sagte äh, in seinem Werk äh, äh, Hukum Tariq Salah, das Urteil über denjenigen, der das Gebet unterlässt, die muslimischen Gelehrten sind sich alle darin einig, dass derjenige, der das Gebet unterlässt, schlimmeres an Sünde macht als jemand, der eine Seele tötet und als jemand, der klaut und als jemand, der Sinner macht und als jemand, der Alkohol trinkt. Das heißt, das ist das wo man sich erstmal damit beschäftigen sollte, dass der Mann anfängt zu beten. Und wenn man das immer wieder versucht und wieder versucht und wieder versucht und dieser Mann will nicht beten und hat keinen guten Einfluss auf, der Familie, auf die Familie, dann müsste man sich hier überlegen, mit so einem Mann weiterzuleben. Zumal bei einigen Gelehrten derjenige, der das Gebet unterlässt, ich weiß nicht, ob er schon vorher gebetet hat und das dann unterlassen hat, zumal bei einigen Gelehrten derjenige, der nicht betet, als Käfer bezeichnet wird. Möge Allah SWT uns bewachen. Wie kann, ich die Stufen im Paradies verstehen? Wie kann man die Stufen im Paradies verstehen? Das sind gewaltige Stufen. Und die eine Stufe zur anderen ist ein Riesenunterschied. Es gibt einen Riesenunterschied von der einen Stufe zur anderen. Daher muss man immer wissen, immer wissen, liebe Geschwister, die eine Stufe ist nicht wie die andere. Und wer die höchste Stufe erreichen will, der hat sozusagen Al-Firdaus erreicht. Denn Al-Firdaus wird von dem Thron Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Dach äh, überdeckt und von dort aus entspringen die flüsse zu den paradiesgärten das ist al firdaus das beste paradies was man erreichen kann daher die anderen paradiesgärten sind nicht alle gleich weil die leute auch nicht alle gleich waren überlegt mal jemand der nicht nur seine fünf gebete gebetet hat er hat auch die sunna gebete gemacht dieser ist anders als jemand, der nur die fünf Gebete gemacht hat. Einer hat nicht nur die fünf Gebete gemacht und die Sunnah gebetet, er hat auch in der Nacht gebetet. Der ist wieder, äh, der ist wieder anders als die anderen zu beurteilen. Und einer hat noch gefastet Montag, Donnerstag und das und jenes und jeden Tag gespendet. So siehst du, Odina Allahs, natürlich müssen die Paradiesstufen unterschiedlich sein, denn Allah Azzawajal ist gerecht. Wallahu ala, ala, wa ala. Kann, man alles Kann man sich im Paradies alles wünschen? Höre, was Allah Azzawajal sagt in Surat Qaf. In ihm im Paradies werden sie bekommen, was auch immer sie sich wünschen. Da hast du eine Antwort auf deine Frage. Und bei uns gibt es noch mehr. Und dieses mehr bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen im Paradies. Na. Wir haben noch eine Frage, Inshallah, die wir nehmen können. Darf man im Pyjama beten? Darf man im Pyjama das Morgensgebet beten? Es geht nicht um den Pyjama an und für sich. Es geht um die Eigenschaften vom Pyjama. Ist er sehr eng, dann sollte man nicht damit beten. Ist er kurz, das heißt wie eine Boxershort oder etwas länger, aber es immer noch nicht bedeckt immer noch nicht die Oberschenkel, sollte man auch nicht damit beten. Sondern es geht um die Eigenschaften hier vom Pyjama. Wallahu Taala liebe geschwister an diesen tagen ist schöne geduld gezeigt wir müssen geduldig sein und wie wir euch immer gesagt haben wir werden immer attackiert werden und wir werden immer von den leuten als isis leute bezeichnet das wird passieren bis zum schluss und zum schluss versuchen die alles miteinander zu verbinden so dass sie sagen der macht dieses und jenes schöne geduld allah subhanahu wa taala nimmt von uns allen irgendwann die seelen und dann kommt es darauf an, ob er mit uns zufrieden ist oder nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer zum Guten leiten. Wallahu ta'ala ala wa alam. bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu liq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am Sonntag, liebe Geschwister, holen wir den Unterricht nach, den wir letztes Mal verpasst haben, über die Jahiliyyah. Wie bekomme ich die Jahiliyyah weg von mir? Barakallahu wa jazakum